Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe meines Let's Plays zu Super Mario 64. Und ja, ich habe euch schon ins Wochenende verabschiedet, aber ich wäre nicht der Teebeutel-P, der ich nun mal bin, wenn man auf diese Worte etwas geben könnte. Deshalb widmen wir uns heute noch einem weiteren Stern. Erkunde den Vulkan. Ja, und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wobei es sich hierbei handelt, was genau wir da erkunden müssen. Ich habe nur eine ungefähre Ahnung, wo sich dieser Vulkan befindet. Nämlich da. Da, wo sich diese drehende Plattform befindet, befindet sich auch der Vulkan. Und wir versuchen einfach mal hier auf diese drehende Plattform zu gelangen. Und ja, wahrscheinlich müssen wir aufpassen, dass er nicht gerade ausbricht. Okay, ja, dieses Ausbrechen. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, vielleicht... Ah, was? Ah, haha, hey! So ein toller Trick. So, jetzt bin ich im Vulkan. Okay, ich vermute, es gibt nur diese eine Richtung, in die ich gehen kann. Ich sammle hier noch ein paar Münzen auf, um meine Energie aufzupeppen. Und, ja. Muss dann an diesem Bulli vorbeigelangen, aber auch das scheint keine Schwierigkeit zu sein. Nur diese herunterfallende Wand war ein bisschen störend. Egal, wir halten uns hier fest und landen bereits im nächsten Segment. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. So, jetzt springe ich noch hier hin und dann dahin. Und lande direkt vor diesem Loch, welches Hitze nach außen strömt. Hör auf, geh weg. Nerv mich doch jetzt nicht so. Nein, nicht mich runterschmeißen. Bist du doof? Nein, ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich geh jetzt hier einfach lang. Und dann... Och nein, och nein. Oh, ja, jetzt wird's anstrengend. Okay. Kann ich die Kamera drehen? Aber nur in diese Richtung. Okay. Oh, das war Glück. Okay, jetzt versuchen wir das Ganze in diese Richtung. Nein! 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 Alles für die Katz! Alles für die Katz! Ja, toll. Jetzt habe ich nicht mal Münzen, die ich noch aufsammeln kann. Und jetzt muss ich diesen ganzen Quatsch nochmal machen. Das gefällt mir ja gar nicht. Geh weg, Bulli. Du gehst mir auf den Senkel. Ja, komm, Wand, fall runter. Auch du gehst mir auf den Senkel. Ja, toll. Mensch, es lief so gut. So unverhofft gut. Ich wollte doch nur dieses eine kleine Video heute noch aufnehmen. Dafür bin ich bekannt, für meine kleinen 2 bis 3 Minuten Videos. Und dann das. Ja, du kannst jetzt mir mal gerne sonst wo hin... laufen. So. Okay, jetzt versuchen... Okay. So, jetzt müssen wir... Nein, was macht denn der? Ja, toll. Das war's. Ich bin tot. Ganz toll. Jetzt versuchen wir es nochmal. Gehen wir wieder rein. Wir wissen ja jetzt zumindest, wo wir lang müssen. Aber ich frage mich, ob ich in den Vulkan auch reinkomme... Oh, krass, jetzt muss ich gar nicht alles nochmal machen. Ich muss nicht wieder den Eingang des Vulkans finden. Das finde ich sehr toll. Aber diese Münzen, das war jetzt der Fehler gerade... Oh, wollte ich jetzt eigentlich nicht einsammeln, damit ich für einen solchen Fall hier noch so ein bisschen Energiereserven habe. Ja, lassen wir zumindest mal die Münze auf. Und die auch, und die auch, und die auch. Das könnte uns ja noch zugute kommen. So. Oh, meine Hände sind auch so schwitzig, weil es einfach so unglaublich warm ist. Meine Güte, ich schwitze. Ich schwitze aus Poren. Boah. Und scheinbar schwitzt Mario gerade auch so ein bisschen in seinem Gehirn. Was macht der denn da? Was ist das? Ist das ein Fahrstuhl? Oh ja. Naja, zumindest ein horizontaler Fahrstuhl. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir dieser Fahrstuhl wirklich was bringt, aber ich probiere es einfach mal aus. Mensch, dieses Let's Play
nimmt ja ungeahnte Wendungen. Vielleicht kann ich damit einfach eine gewisse Strecke, ja, überbrücken. Ich muss mir gleich nicht mehr so viel Quatsch antun. Okay, so, jetzt muss ich wahrscheinlich hier rüber. Aha, das ist also wahrscheinlich der easy way. Okay, jetzt muss ich aber, ich vermute, hier an diese Stange springen. Denn sonst ist der Kollege hier gleich weg, ja? Meine Vermutung war richtig, er ist gleich weg. Okay, gut. Was? Och nö. Das war jetzt nicht so gewollt. Ich war doch schon so gut wie am Ziel, glaube ich zumindest. So, wo ist denn hier mein Gedöns? Wo ist denn dieser olle horizontale Fahrstuhl? Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst nennen soll. So, okay, hier geht's wieder hoch. Oh, ich dachte, da komme ich dann vorbei. Sorry. Da unten ist der Fahrstuhl. Da bin ich gerade auch nur durch Glück drauf gelandet. Also, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich diesen Weg jetzt gehen sollte, um diesen Stern zu erlangen. Vielleicht sollte ich einfach nur diesen klassischen, mir offensichtlich vorgegebenen Weg wählen. So. Hallo, wir sind wieder an unserer altbekannten Stelle. Versuchen jetzt wieder die zweite Stange zu erreichen und selbst das gelingt mir nicht mehr. Ey, was ist denn los? Was ist denn nur los mit mir? Ja, geh weg, du oller hüpfender Feuertyp. So. Okay, wir springen wieder hier hoch. Wir springen wieder hier hoch. Meine Güte, das ist schon so ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Egal. Ihr freut euch wahrscheinlich, weil es mal wieder ein etwas längeres Let's Play zu werden scheint. Indem ich... Ah, was mache ich denn da? Ich verbrauche hier all mein Leben. So, ich werde jetzt einfach mal wieder auf diesen ollen Lift gehen und schauen, was dann passiert. Ach je, es tut mir wirklich leid, dass ihr so leiden müsst. Aber stellt euch mal vor, wie ich leiden muss, denn ich trinke hier gerade den letzten Schluck aus meiner Bierflasche. Und ich müsste mir, um mehr Bier zu bekommen, tatsächlich eine neue Flasche aus der Küche holen. Und das bedeutet, ich müsste von diesem Let's Play, ja, ich müsste mich entfernen, aufstehen, in die Küche gehen. Und das wollen wir doch alle nicht, oder? Also muss ich jetzt dieses verdammte Level schaffen. So, ich versuche mal jetzt. Ja, okay. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nee, ich warte jetzt noch, bis der Kollege hier... Okay, schnell! Schnell! Geh hoch! Ach du meine Güte, ey. Oh, ich bin... Nein, nein, das gibt es doch nicht! Ich war oben, du blöder Spacken! Ich war oben! Oh... Ey, meine Nerven liegen gerade echt blank. Das gibt's doch nicht. Ich war oben, Mann. Es ist mir doch alles so gut gelungen im 30. Anlauf. Kannst du dich doch jetzt nicht so anstellen. Ich glaube, 5 Leben sind auch das Minimum, was man kriegt, wenn man stirbt, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt alle Leben verspielen würde, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass ich wiedergeboren werde und, lediglich meine Leben auf 5 zurückgesetzt werden. Also von daher geben wir das Risiko heute einfach mal ein. So. Ach ja, ich muss ja drehen. Ja, das war jetzt aber in letzter Sekunde, muss ich sagen. Ich merke langsam, wie meine Konzentration nachlässt. Und irgendwie hatten wir gerade eine andere Kameraperspektive, wenn ich mich recht erinnere. So, okay. Ja, hallo. Danke. Oh Mann, ey. Nee! Ja, toll. Also, so wird das gar nichts. Oh, und noch 4 Leben. Tja, was soll's. Wir werden es weiter versuchen. Trotz dieser bislang eher schlechten Erfolgsquote. Ich werde jetzt mal hier weiterlaufen.
und hier weiterlaufen. Ah, und da kommen wir dann auch an unseren Lift. Und wir versuchen jetzt einfach mal diese Liftroute weiter. Denn die birgt zwar ein großes Gefahrenpotenzial in sich, aber ich habe das Gefühl, wenn wir denn hier sterben, dann wesentlich schneller als auf der anderen Route. Und somit sparen wir vielleicht etwas Zeit. Versteht ihr? Zeit. Zeit. Wir sparen Zeit. Hallo, hallo. Also, je nachdem, wie scheinbar die Laune dieses Spiels ist, kann ich unterschiedliche Kameraperspektiven wählen. So, immerhin hat ja das hier bislang sehr reibungslos funktioniert. So, jetzt... Oh, jetzt müssen wir ein bisschen nach unten gehen, sonst werden wir gleich wieder von dem Gubbeltypen hier... Oh, nee, nicht, nein, ist jetzt, nein, du musst jetzt nicht... Okay, schnell, geh hoch, Mario. Oh, meine Fresse, ey. Ja, er, wenn man, Das gibt es einfach nicht, das gibt es einfach nicht. Ich war schon wieder so gut wie am Ziel und dann baue ich diese Scheiße, ey. Ich habe auch das Gefühl, er springt manchmal einfach in willkürliche Richtung. Ja, man kann das ja eigentlich... wenn man am Ende einer solchen Stange ist, relativ gut steuern, indem man sich einfach in die entsprechende Richtung dreht. Aber irgendwie macht er das auch nur so, wie er es gerade will. Ah, Halleluja, ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte doch einfach nur eben schnell noch diesen einen Stern sammeln, aber... meine Vorstellung von einem eben schnell unterscheidet sich scheinbar deutlich von der eines Super Mario 64. So, Kamera, dreh dich bitte so, dass ich dich auch gebrauchen kann. Wäre jetzt daneben gelandet, ich glaube, dann wäre ich einfach ausgerastet. So. So, ich drehe mich. Und jetzt macht er wieder diese Scheiße. Oh Mann, ey. Das ist es nämlich. Ich habe das Gefühl, ich kann überhaupt nicht steuern, wie ich springen möchte. So. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich quasi in Richtung dieser Plattform vor mir springe, wenn ich jetzt springe. Okay, diesmal hat es geklappt, aber es war auch wieder haarscharf an der Katastrophe vorbei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bitte... keine Scheiße bauen. Oh, Gott sei Dank, ey. Das war ein Akt. Es war ein Akt. Und jetzt bin ich auch erschöpft für heute. Ja, 24 Sterne. Gewinne im Vulkan an Höhe. Und es war noch nicht mal der Stern, den wir eigentlich sammeln mussten. Wir müssen also nochmal in diesen wunderschönen Vulkan hinein. Egal. Ich wünsche euch jetzt aber tatsächlich ein wunderschönes Wochenende. Euer Teebeutel Pi.